Zwei Dinge möchte ich anmerken. Punkt 1, Dankeschön für die Treue, das Vertrauen und für das lange Schauen. Und Punkt 2, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Ich bin jetzt noch nicht so lange bei YouTube und wusste es nicht. Ich habe bisher zum Beispiel extreme Läufe, die zum Beispiel nach unten gegangen sind und Kälte gebracht haben oder extrem heiße, immer hinten ans Video gepackt. Und nur wer das Video zu Ende schaut, hat das dann gesehen. Dafür habe ich Schelte kassiert. Das glaubt ihr gar nicht. Scharlatanerie, Clickbaiting und, wichtig machen. Und jetzt habe ich es verstanden. Man muss ein solches Thema ganz nach vorne packen oder ein eigenes Video dafür bauen und es richtig plakativ hinhalten, dass es da irgendwas Extremes in einem Lauf von verschiedenen Läufen gibt. Grüße Sie und grüße euch. Ironie off. Auch dieses Bild machen wir weg und nehmen dieses Bild. Bringt der Oktober denn schon Schnee? Und naja, wird der Herbst alt? Dieses Bild stammt von der Mittagszeit des 22. Oktober 2007. Da waren übrigens die Bäume noch grün. Es hat bis ins Tal runtergeschneit und es war ein Schneefallereignis, dem noch einige folgten. Und dann war der Winter 2007, 2008 im Januar definitiv vorbei und es folgte wieder ein super Mildwinter. Und das, was uns jetzt bevorsteht, können wir in diesem ganz, ganz schnöden, langweiligen Bild festhalten. Wobei ich der Meinung bin und bleibe, wir haben noch 4 bis 5 Wochen Herbst und dann ist Schluss damit. Dann wird es den ersten massiven Wintereinbruch geben, auch bis ins Flachland. Wir schauen uns mal die aktuelle Situation an des Oktobers. Die grüne Linie ist das an Tagesmittel, was wir hinter uns haben. Die schwarze Linie das, was aus 30 Jahren ist, 61,90. Und das, was uns laut Modellen bevorsteht. Und da stürzt der Hauptlauf relativ weit ab und hätte dann ein Tagesmittel am 25. und 26. von knapp unter 4 Grad. Und am Schluss werden wir irgendwo im Bereich des langjährigen Mittels. Und wenn wir auf den Oktober 2007 schauen, den wir im Hintergrundbild eben gesehen haben, hatten wir hier am 22. ein Tagesmittel von knapp über 2 Grad. War also kalt. Es gibt aber auch andere Oktober noch, wie 2012 beispielsweise. Da geht es auf knapp über 0 Grad runter und da war es ja richtig winterlich. Im Südosten Deutschlands gab es da zum Teil Dauerfrost. Davon bleiben wir verschont und wir müssen uns mal die Großwetterlage und die Struktur anschauen, was uns da bevorsteht und in welche Richtung es etwa geht. Ich traf zum Beispiel heute Mittag eine Jägerin, die gesagt hat, na, wie schaut es denn aus? Ist kalt oder wird kalt? Weil sie meint, die Tiere sind alle schon viel, viel, viel früher dran als sonst, was das Winterfell angeht und das ziemlich massiv. Jetzt gibt es erst einmal nach dem europäischen EZMWF-Modell mit dem Hauptlauf eine massive West- bis Südwestströmung um den 21. Da kommt so richtig warme Siffluft mit Wind herangezogen. Temperaturen von um und über 5 Grad in 1500 Meter Höhe im Norden mit Regen, im Süden noch mit Sonnenschein. Und wenn wir das Mittel dieses europäischen EZMWF-Modells sehen, dann kommt diese Wetterlage raus. Wir sind im Vorfeld dieses Tiefs, mit der milde Luft rantransportiert wird. Und auf der anderen Seite, achtet mal darauf, da ist es total ruhig. Ganz weit im Westen. Aber hier fließt die Kaltluft vom Nordmeer über Spitzbergen, Grönland und Island auf den Atlantik und facht dieses Tief an. Wir wären dann noch in der milden Strömung. Das heißt, um den 21. herum wird es mild bleiben, wahrscheinlich auch Tiefdruck geprägt. Gehen wir auf das amerikanische GFS-Modell, zeigt dieses Tief viel weiter im Norden, kleines Ablegertief im Süden mit dieser Beule hier und auch eine sehr warme Strömung. Aber das, was hier an Kaltluft vorhanden ist, das ist brutal. Minus 40 Grad in 5,5 Kilometer Höhe um diese Jahreszeit, die Kurs auf Europa nimmt, das ist heftig und in Nordskandinavien gäbe es da einen Schneesturm, der sich gewaschen hat. Und wenn wir dann auf die Temperaturen in 1500 Meter Höhe blicken, kommt hier die minus 10er nach. Wir sind immer noch im föhnigen Warmluftsektor dieses Tiefs. Schauen wir uns das Mittel an, dann sieht das genauso aus wie das europäische EZMWF-Modell. Wir haben die Süd-Südwest-Strömung, dahinter kommt die Kaltluft. Und manche Modellberechnungen machen diese Kaltluft eben volle Breitseite ganz kurz zu uns, die dann nach Osten durchschwenkt. Und vor allen Dingen die Höhenkaltluft wäre es, da wird es im Bergland mal ein, zwei, maximal 2 Tage richtig winterlich werden, im Flachland nicht. Dafür haben wir die falsche Richtung. Auch hier eben die Wärme im Mittel, die Kälte hier oben im Norden. Dann gehen wir ein bisschen weiter um den 25. Oktober, wo die Modelle das immer mal wieder berechnen, dass es nach unten geben kann. Da haben wir heute Morgen ausführlich drüber gesprochen. Das Hoch bei den Azoren, ein Hoch über, naja,
Mitteleuropa, Westeuropa so im Schnitt und eins über Osteuropa. Und dann im Norden die Tiefs. Das ist das warme Tief, das ist das kalte Tief. Hier fließt die kalte Luft ab und hier kommt schon wieder die nächste warme Luft herangezogen. Und je nachdem, wie das Ganze liegt, wenn der Pfeil volle Breitseite Richtung Deutschland vorankommt, dann haben wir für ein paar Stunden tatsächlich nasskaltes Wetter mit Schneeschauern und Graupelschauern bis ins Flachland für ein paar Stunden, ehe das Ganze wieder nach Westen verschwindet. Die Höhenkaltluft liegt hier. Im Mittel wohlgemerkt. Jetzt gehen wir ein paar Tage weiter, schon am 27., also nur zwei Tage, da läuft das Ganze schon nach Osten ab und wir sind wieder zunehmend in einem wärmeren Sektor drin. Das heißt, da wird sich kein nachhaltiges Winterwetter, Frühwinterwetter bilden können, selbst nicht für zwei Tage, sondern wenn dann für zwei Stunden, dass das Ganze durchzieht. Überprüfen wir das anhand der Ensembles für den Norden Deutschlands und den Süden. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe eben aus 30 Jahren. Und das andere das Mittel der Modellberechnungen, die wir hier im Einzelnen sehen. Da sehen wir den Schub an Regen, der jetzt in den nächsten Tagen kommt, mit dem Auf und Ab, dann diesen Wärmeberg, der herankommt, dann geht es wieder runter. Das Ganze hier mit der Linie in minus 8 Grad, 1500 Meter Höhe, würde zeigen, dass es da sicher bis ins Flachland schneit. Und im Norden ist da hinten raus nur ein einziger Lauf, der das so einigermaßen tangieren würde. Im Süden wäre das auch so mit Sicherheit. Da wird es sogar bis zum Main runterschneiden und zum Bodensee bei minus 8 Grad. Aber selbst minus 5 Grad wird kaum tangiert. Und wenn wir das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, dann haben wir hier die kommende Kühlphase mit den Schauern und den Regenfällen, die jetzt bevorstehen. Und in den Alpen mal kurz bis 1000 Meter Höhe Schnee bringen. Und dann kommt der Anstieg zu diesem Wärmeberg mit der sogenannten Tiefvorderseite. Ihr wisst, der Pfeil, der aus Südwesten kommt. Und dann, wenn das Tief durchgezogen ist und wir kommen auf die Rückseite, dann sind wir hier. Und diese Rückseite zeigt eben wenige Extreme, die weit nach unten gehen, aber nur ganz kurz. Das sind ganz kleine Peaks. Der Rest bleibt deutlich weiter oben und im Schnitt verbleiben wir im langjährigen Mittel. Außerdem kommen Niederschläge dazu. Es wird dann einfach Richtung Monatsende nur spätherbstlich wechselhaft werden, wo Wind und Regen das Laub von den Bäumen schütteln. Mehr wird da nicht passieren und zwischendurch gibt es in den Bergen Schnee. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter Richtung 5. November. Da haben wir im Prinzip die ähnliche Wetterlage, die ich ja schon angedeutet habe. Eben auch hier wieder tief vorderseitig und am Rande des Hochs eher etwas Mildes. Da wird auch noch nichts passieren. Und das ist für Anfang November ein gutes Omen für den weiteren Verlauf des Winters. Gehen wir zum 10. November. Da ist es noch ähnlich. Die 552er, der Jetstream, verläuft nördlich von Deutschland und hat eine Südwestkomponente. Ich musste jetzt hier mehrfach abbrechen, weil die Technik nicht mehr funktioniert hat. Wir schauen auf den letzten Vorhersagetag, das wäre der 14. November, und heben unseren Blick in die Nordhemisphäre und schauen von oben runter und sortieren mal ein bisschen. Hier haben wir Deutschland, die Schweiz, Österreich, Italien, die Benelux-Länder. Hier wäre der Nordpol, Spitzbergen, Island, Grönland. Und wir tackern jetzt mal die Druckgebilde drauf. Da haben wir ringsrum überall die Hochs, ein kräftiges Hoch über dem Polarkreis und dann die Tiefs. Und da ist unser Tief, das sich bildet im Mittelmeerraum. Das ist interessant, wenn ihr euch das hier anschaut, da ist so eine Ausbuchtung und Ausbeulung drin. Und da kann natürlich einiges passieren. Verbinden sich diese beiden Tiefs, haben wir Winterwetter. Verbinden sich diese beiden Tiefs und diese beiden Hochs, haben wir mit dem Tief ebenfalls Winterwetter. Verbinden sich diese beiden Tiefs, dann ist es und bleibt es wechselhaft. Ist eine ganz interessante Geschichte und noch offen. Und stellen uns jetzt die Frage, wie sieht es denn aus? Und nehmen uns den Polarwirbel zur Hilfe und springen wieder auf Ende Oktober. Der Polarwirbel in 36 Kilometer Höhe sagt ungefähr, wie es die Wochen danach weitergeht in den unteren Stockwerken. Da haben wir hier dieses kräftige Tief bei Eurasien liegen, Richtung Polarmeer, auf der anderen Seite über dem nordamerikanischen Kontinent das Hoch und eine kräftige Strömung, die alles an Kälte per Polarexpress dann auf den Atlantik rausbuxiert. Das kann nach Westen ausbüchsen, würde dann ein Hoch bei uns stützen, kann aber genauso gut genau über Europa verlaufen und dann wäre der Winter da. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass es um Mitte November herum einen ersten massiven Kaltluftvorstoß mit Winterwetter geben kann und wahrscheinlich auch wird. Soweit der Blick hinter die Kulissen. Und eine Sache habe ich ja noch. Ich hatte heute Morgen die Läufe gezeigt für Weihnachten von CFS und ein Lauf hat noch gefehlt und den präsentiere ich euch jetzt.
Bitcoin, das ist der blanke Wahnsinn. Das wäre wie Dezember 2010. Ein kräftiges Hoch über Grönland, ein Hoch über Frankreich und ein riesiges Kaltluftgebiet, das über weiten Teilen Europas liegen würde, mit Temperaturen in 1500 Meter Höhe von um und unter minus 10 Grad samt Tiefdruckeinfluss. Hier kann man nur weiße Weihnachten verhindern, indem man draußen ein Lagerfeuer macht oder aus dem ganzen Haus eine Sauna macht und die Tür aufmacht und der Schnee die nächsten 2 Meter dahinter schmelzen würde. Aber ansonsten wären das garantiert weiße Weihnachten. Ich weiß, ich müsste den Lauf nach ganz vorne stellen und ein eigenes Video dafür machen. Mache ich nicht, haben wir hier hinten drüber gemacht und auch nicht drüber gesprochen.